back, it's me, Unicorn. Und heute, Leute, habe ich gedacht, also ich war im Kick und habe da wieder was entdeckt. Und zwar die richtige Farbe für das Top, für Jill Valentine vom Nemesis Remake. Und ein Top, das sie drunter trägt, das so ein bisschen beigeig aussieht. Und jetzt haben wir hier halt natürlich noch, ja, einiges zu tun, dass das auch ein Top ist und das nach Möglichkeit dann so aussieht wie das von Jill. Und das wird sehr, sehr schwierig, denn es fehlt eigentlich grundsätzlich schon mal dieser Ribstoff. Deswegen habe ich entschieden, hier draußen so ein Tutorial zu machen für die Leute, die vielleicht sowas im Schrank noch haben, wie ihr einfach euer Cosplay ganz schnell machen könnt aus Sachen, die ihr zu Hause habt. Und zwar das nach Möglichkeit originalgetreue, das eben auch Jill Valentine trägt. Drunter trägt sie so ein beigefarbenes, sie hat ja so ein Layering-Look und drüber eben dieses Blaue. Dann brauchen wir hier vorne noch 4 Knöpfe und noch so eine Öffnung. Also das müssen wir halt alles reinschneiden. Bin mal gespannt, wie mir das gelingt. Habe natürlich Angst zu versagen, aber das wäre so ein Prototyp, den ich mir jetzt machen würde für die ersten Bilder. Das finale Outfit wird es nicht sein, denn da habe ich mir ein anderes Oberteil bestellt, an dem ich natürlich auch noch arbeiten muss. Aber das hat auf jeden Fall schon die perfekte Farbe, wie das. Die Farbe ist perfekt, finde ich. Den perfekten Stoff mit Rip. Ich möchte das jetzt einfach nur schon mal gemacht haben, weil ich keine 10 Tage mehr warten kann, bis diese Lieferung kommt. Und deshalb habe ich gedacht, ich versuche mich jetzt einfach an diesem Longsleeve und lerne ja auch noch was dabei. Und kann dann einfach mal schon erste Bilder posten. Jill trägt noch eine Kette, trägt eine Stars-Medaille bei sich, einen Gürtel und einen Waffen, ja, so einen Rückengurt eben, der über die Schulter hängt, so wie eine Art Rucksack. Und ja, den muss ich auch noch kaufen. Den kann man, glaube ich, nicht basteln. Mal schauen, was mir da noch einfällt. Ich werde das jetzt nun versuchen und euch das Resultat und das Resümee dann später noch mal zeigen. Und drückt mir die Daumen, dass es etwas wird. Tada! Wie ihr seht, das ging recht schnell. Ich habe wirklich nur die Ärmel kurz abgeschnitten. Darauf achten, dass eben diese Zickzacknaht vorhanden bleibt. Auf dieser Seite ist es mir gut gelungen. Auf dieser Seite habe ich etwas verkackt hier. Aber das macht jetzt nichts, das werde ich in naher Zukunft kurz nochmal mit einem blauen Zickzack, mit einer Zickzacknaht nochmal versehen und dann passt das. So, das Unterteil, das werde ich auf jeden Fall verwenden für das, das dann noch kommen wird mit dem Ribstoff. Das ist das Einzige, was hier eben mich jetzt stört, dass es nicht dieser Ribstoff ist, den eigentlich die Jill trägt. Ja, für die ganz Schnellen ist das jetzt eigentlich ganz eine coole Aktion und man könnte jetzt theoretisch, sie hat ja hier so einen schwarzen Ellenbogenschutz oder was das ist, könnte man jetzt theoretisch daraus machen. Also man könnte das jetzt nochmal schneiden, die Ärmel abschneiden und eventuell schwarz färben und dann hätte man auch schon diesen Ellenbogenschutz. Also man hätte da schon wieder Sachen beieinander, die man sonst sich teuer kaufen müsste auf Amazon. Ja, Leute, auf jeden Fall, das ist das Cosplay. Das ist in 5 Minuten gemacht. Ihr braucht nur so einen Cutter und um Gottes Willen bitte so eine Unterlage, weil sonst schneidet ihr in die Tischdecke oder in den Tisch rein eventuell. Und dann könnt ihr an den Ärmeln entlang einfach die Ärmel entfernen und dann müsst ihr halt noch das Halsstück, das da hier ist, das Halsstück, das müsst ihr dann halt auch noch wegschneiden. Da habe ich jetzt das Top, das unten drunter ist, das habe ich zum Beispiel als Beispiel genommen, habe mich da ein bisschen orientiert, mit einem Edding ein paar Striche gemacht und dann bin ich entlang gefahren. Auf jeden Fall für Fotos definitiv tauglich. Da ich aber als Jill vermutlich auf eine Convention gehen werde, muss ich da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen und daher habe ich dafür noch ein teureres Top gekauft, das halt eben erst in 10 Tagen da ist und ich wollte halt unbedingt jetzt auch schon den Hype mitnehmen und ein paar solche Fotos machen können. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder inspirieren und freue mich natürlich über ein paar Daumen nach oben. Ich freue mich über Subscriptions und ja.
Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, don't forget, be unique. Muah.